Hallo liebe Gruselfreunde. Endlich, nach langer, so langer, langer Zeit, schaffe ich es endlich wieder bei euch zu sein. Das war wohl die längste Unterbrechung, die Scary Tales je erlebt haben. Und ihr könnt mir glauben, dass es mich selbst genervt hat, nicht schon früher eine Folge fertigzustellen. Ein paar geschäftige und ereignisreiche Monate sind seit dem letzten Upload ins Land gegangen und leider kam ich mit den Arbeiten nicht so gut voran wie gewünscht. Umso überraschter war ich, dass die Abonnentenzahlen immer weiter zugenommen haben, obwohl es so lange keinen neuen Upload mehr gegeben hat. Ihr seid einfach die größten Leute. Es ging sogar so weit, dass mich eine Zuschauerin angeschrieben hat und mich besorgt fragte, ob mir etwas zugestoßen sei. Danke für deine Sorge, Eda, aber es geht mir wirklich gut. Und nach so langer Zeit bin ich es euch schuldig, mal wieder einen Zuschauerwunsch zu erfüllen. Die gruseligen Schulgeschichten wurden sich schon vor langer Zeit gewünscht und ich hoffe, mit dieser Folge kann ich den gestellten Erwartungen gerecht werden. Ich hätte bei dieser Gelegenheit auch gerne noch einen weiteren Zuschauerwunsch erfüllt, aber bedauerlicherweise scheint die betreffende E-Mail in dem ganzen Werbespams untergegangen zu sein, die inzwischen leider auch das Scary Tales Postfach überfluten. Es hat sich jemand gewünscht, dass ich in einer Folge seinen Sohn grüße. Und welche Folge hätte dafür passender sein können als die gruseligen Schulgeschichten? Bitte melde dich doch noch einmal bei mir, lieber Fan, und ich hole es auf jeden Fall in der nächsten Themenfolge nach. Nun wird es aber Zeit. Die Schulklingel hat bereits geläutet und wir haben einen straffen Stundenplan. Darum wünsche ich euch viel Spaß bei den gruseligen und angeblich wahren Schulgeschichten. Willkommen, Klasse, und los geht's. Ich besuche eine Highschool in der Nähe von Raleigh, North Carolina. Es ist keine sehr große Schule im Vergleich zu anderen, aber sie ist auch nicht gerade klein. Ich bin in meinem ersten Jahr und es ist eine ziemlich normale Erfahrung. Ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen, ich habe keine Freundin. Ich spiele meine Karten richtig aus, sage ich mir selbst, wenn ich mal wieder traurig bin. Wie auch immer. Jemand in meiner Analytikklasse erwähnte, dass er bei einem ziemlich großen Spiel mitmachte. Ich fragte ihn danach, weil ich selbst auch ein leidenschaftlicher Videogamer bin. Er sagte mir, es heiße König der Schmerzen und es sei kein Videospiel. Sein Name war James und er war ein Abschlussschüler, Footballspieler, Mädchenschwarm, das absolute Gegenteil von mir. Aber er war schlau, sehr schlau. Und verursachte niemals irgendwelchen Ärger. Darum hielt ich ihn für sehr vertrauenswürdig. Er erzählte mir, dass er erst eine Woche zuvor angefangen hatte, König der Schmerzen zu spielen, zusammen mit ein paar anderen Jungs von der Schule. Jemand aus einer Gruppe hatte sie dazu eingeladen und sie hatten sich rangehängt. Ich fragte ihn, worum es dabei ging. Ein König wird durch eine Weinranke bestimmt, lachte er, weil es sich so lächerlich anhörte. Spielregeln, fügte er hinzu. Und was macht der König? Der König achtet nur darauf, seinen Thron so lange wie möglich zu behalten. Wie macht er das? James' Augen leuchteten und er lachte wieder. Er wirkte bloßgestellt durch die Tatsache, dass er in so etwas vernarrt war, das sich so dämlich anhörte. Er nimmt ihn sich, Mann. Nachdem er das gesagt hatte, griff er in seine Tasche und zog sein Handy heraus. Ich wartete höflich, während er über den Bildschirm scrollte, bis er das fand, wonach er suchte. Ein Foto. Er reichte mir das Handy. Was zur Hölle? Ich blickte auf das Foto einer tiefen Wunde, wie es aussah, eine Stichverletzung in jemandes Unterarm. Das sieht doch schon ganz anständig aus. Er nahm sein Handy zurück und lächelte. Ich verstehe nicht ganz. Ist das der König? Ist das echt? Ja. Wer ist das? James grinste noch breiter und zog seinen Ärmel hoch. Die Wunde war immer noch da, in der Mitte des Heilungsprozesses.
Das ist nicht in Ordnung, Mann. Wir müssen jemandem davon erzählen. Nachdem er das gehört hatte, packte James mich am Arm. Sofort schoss ein heftiger Schmerz in meinen Ellenbogen. Nein, tu das nicht. Seine Augen starrten regungslos in meine. Ich würde verlieren. Ich darf nicht verlieren. James ließ mich los, sah mir aber weiterhin in die Augen. Lass mich nicht verlieren. Ich war natürlich beunruhigt und nahm mir vor, dennoch jemandem davon zu erzählen, denn es nicht zu tun, wäre einfach idiotisch gewesen. Da ging ganz klar etwas sehr Erniedrigendes vor sich und James lief Gefahr, sich noch weiter selbst zu schaden. Ich nahm Kontakt zu unserem Schulsozialarbeiter auf und berichtete ihm alles, was ich wusste. Er sagte, er würde der Sache nachgehen. James war für den Rest der Woche nicht in der Schule. Ich starrte im Matheunterricht auf seinen leeren Platz und hoffte, dass es ihm gut ging. Ich durchstöberte die sozialen Medien, aber dort war er nicht sehr aktiv, darum fand ich auch nichts. Ich fragte ein bisschen herum, aber niemand hatte etwas von ihm gehört. Ich hatte den Eindruck, dass einige der Leute, mit denen ich sprach, mich anlogen. Es spielt aber auch keine Rolle mehr, denn letzten Dienstag wurden wir darüber informiert, dass James sich selbst getötet hatte. Ich wollte mir von niemandem anmerken lassen, wie aufgewühlt ich war. Ich hatte ihn im Grunde kaum gekannt, aber ich hatte noch mit ihm gesprochen, kurz bevor er es getan hatte. Ich hatte gewusst, dass etwas nicht stimmte, und er hatte mich noch gebeten, niemandem davon zu erzählen. Er hatte mich noch angefleht, ihn nicht verlieren zu lassen. Ich schwänzte am Mittwoch die Schule, weil mich die ganze Sache krank machte. Unser Sozialarbeiter ließ mir nie irgendwelche Informationen zukommen. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand wusste, warum er es getan hatte, abgesehen von den anderen Spielern, deren Identitäten ich aber nicht kenne. Ich poste das hier als eine Art Therapieversuch und weil ich Ratschläge brauche. Ich fand am Freitag einen Zettel in meinem Spind. Es war eine Einladung, König der Schmerzen zu spielen. Darin stand: Komm und wohne der Krönung eines neuen Königs bei. Komm und erbaue den Thron. Komm und siehe, was aus dir wird. Jeder Schmerz ist vergänglich. Es war von jemandem namens Devin Wright unterzeichnet. Der Rest der Notiz waren grundlegende Anweisungen. Ich sollte am Montag einen einfachen Strich auf meinem Spind hinterlassen und man würde Kontakt mit mir aufnehmen. Ich sollte es nicht tun. Das wäre wohl das Dämlichste, was ich nur tun könnte. Aber ich wünsche mir Gerechtigkeit für James. Und wenn ich ein paar mehr Informationen bekommen könnte, sollte das die Polizei in die Lage versetzen, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Wisst ihr Leute etwas über König der Schmerzen? Was soll ich tun? Aus irgendeinem Grund glauben manche Leute, Schuleinschlüsse seien keine ernste Sache. Aber das sind sie. Sie können das schrecklichste Erlebnis deines ganzen Lebens sein und wenn man Pech hat, sogar das letzte Erlebnis. Einschlussübungen haben immer einen seltsamen Beigeschmack. Vielleicht liegt das an den vielen Übungen, die man immer wieder mitmachen muss, wenn man eine öffentliche Schule besucht. Jeder in deiner Klasse versteckt sich in irgendeiner Ecke bei ausgeschaltetem Licht und alle warten nur darauf, dass der Direktor das Ende des Einschlusses verkündet und dann wieder zum eintönigen Schuleintag zurückzukehren. Ich machte zahllose dieser Einschlussübungen mit und obwohl das Schulpersonal alles getan hatte, um mich vorzubereiten, war ich wie überrannt, als der Ernstfall eintrat. Ich stamme aus einer relativ kleinen Stadt in Arkansas, nicht so klein, dass dort jeder jeden kennt, aber trotzdem ziemlich klein. Die Schule befindet sich am Rande eines Waldgebietes, das sich über viele Meilen erstreckt. Wenn man diesen Wald in der richtigen Richtung durchquert, gelangt man irgendwann zu einem Gefängnis. Es wurde schon immer darüber gesprochen, dass Häftlinge ausbrechen und an unsere Schule kommen könnten, aber so etwas war noch nie passiert.
Ich weiß nicht genau, wie weit das Gefängnis entfernt war, aber die Lehrer versicherten uns immer einleuchtend, dass es viel zu weit war, um von dort aus zu Fuß zu unserer Schule zu laufen. Der Tag, an dem der Einschluss kam, war sehr verhangen und düster. Ich erinnere mich noch daran, dass ich an diesem Morgen meinen Bus verpasst hatte und musste mit meinem Freund Andrew mitfahren. Er und ich waren schon seit frühester Kindheit beste Freunde gewesen. Ich kann mich noch erinnern, dass er immer über meine Witze gelacht hatte. Als wir in der Schule ankamen, war es während der ersten beiden Stunden ein ganz normaler Tag. Ich hatte Geografie und Algebra, was total lahm war. Das Gute an meinem Stundenplan war, dass Andrew und ich zusammen in den meisten Kursen waren. Dadurch wurde selbst der langweiligste Stundenplan etwas erträglicher. Die Klingel nach dem Matheunterricht fing an zu läuten. Ich war irgendwie wie benebelt, aber aus meinem Dusel wurde schnell Aufregung, als mir klar wurde, dass Andrew und ich in der nächsten Stunde Sport haben würden. Wir beide mochten den Sportunterricht sehr. Es war das einzige Fach, in dem ich wirklich das Gefühl hatte, etwas tun zu können. Die meiste Zeit über spielten wir irgendeine Form von Dodgeball oder Football, wenn das Wetter es zuließ. Als wir die Umkleideräume erreichten, bemerkte Andrew, dass er seine Shorts in seinem Spind vergessen hatte, der sich am anderen Ende der Schule befand. Zu seinem Glück befanden sich keine anderen Shorts in der Fundsachenkiste, welche der Sportlehrer uns immer tragen ließ, wenn wir unsere eigenen vergessen hatten. Andrew fragte, ob er seine Shorts holen durfte, und unser Sportlehrer willigte ein. Er erlaubte mir außerdem, ihn zu begleiten, weil er wusste, dass wir beste Freunde waren. Es fühlte sich irgendwie cool an, ohne das übliche Gedränge durch die Korridore zu laufen. Ich weiß auch nicht. Es fühlte sich einfach offener an. Wie auch immer, dieses erhabene Gefühl fand schon bald ein jähes Ende. Als wir zu Andrews Spind gelangten, beschloss ich, den Waschraum zu benutzen, der nur ein paar Meter entfernt war. In dem Moment, in dem ich mich erleichterte, kam die Stimme des Direktors über die Sprechanlage und verkündete, dass wir in die Einschlussphase gingen. Ich bekam sofort einen Schreck und versuchte, mich zu erinnern, wo sich der nächste Klassenraum befand. In den wenigen Sekunden legte ich mir einen Plan zurecht, was ich als nächstes tun würde, sobald ich fertig war. Ich wollte aus dem Waschraum stürmen, mir Andrew schnappen und direkt zum Lehrerzimmer laufen, das sich gleich um die Ecke befand. Sobald ich fertig war, verließ ich den Waschraum und hörte etwas Außergewöhnliches. Es hörte sich wie ein Schrei an, aber wegen des Lärms der Beckenspülung konnte ich mir dessen nicht sicher sein. Ich spürte mehr und mehr Angst in mir aufsteigen, während die Sekunden verstrichen. Mein Schrecken wuchs ins Unermessliche, als ich um die Ecke kam und sah, dass Andrew fort war. Sein Spind stand offen und seine Shorts lagen dort auf dem Boden, wo er gestanden hatte. Ich schaute in beide Richtungen, aber er war nirgends zu finden. Und da war auch sonst niemand, was das anging. Ich versuchte mich zu beruhigen und dachte mir, dass Andrew sich selbst in Sicherheit gebracht haben musste. Ich ging zum Lehrerzimmer und klopfte an die Tür. Sie ließen mich herein, aber zu meiner Überraschung war Andrew nicht da. Ab da vermutete ich, dass er in eine andere Richtung gegangen sein musste, was aber nicht viel Sinn ergab. Doch gab es nur Spinde über Spinde und ich nahm an, er hätte einfach eine schlechte Wahl getroffen. Während ich im Lehrerzimmer kauerte, zusammen mit ein paar Lehrern und einer anderen Schülerin, die zu Tode verängstigt aussah, machte ich mir immer mehr Sorgen um Andrew. Warum zum Teufel hatte er mich einfach zurückgelassen? Ich war sein bester Freund und er war einfach abgehauen, ohne dabei an mich zu denken. Wie sagte man noch gleich? Taten sagen mehr als Worte. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wuchs in mir die Überzeugung, dass Andrew ein schlechter Freund war. Vielleicht war es schon immer so gewesen und ich hatte es nur nicht erkannt, weil wir noch nie in eine so ernste Lage geraten waren. Das eine Mal, wo ich ihn brauchte, war er nicht für mich da. Noch vor dem Ende des Einschlusses entschied ich, dass ich nicht mehr Andrews Freund sein wollte.
Es dauerte ziemlich lange, bis die Einschlussphase endlich aufgehoben wurde. Möglicherweise 1 oder 2 Stunden. Als es soweit war, wurden wir früher nach Hause geschickt. Während ich auf den unbequemen Busbänken saß und aus dem Fenster schaute, sah ich draußen eine Menge Polizeikräfte und fragte mich, ob jemand verletzt worden war. Am nächsten Morgen wurde ich in das Büro des Direktors gerufen und man stellte mir einen Haufen Fragen über den vorherigen Tag. Ich erzählte ihnen, dass ich im Waschraum gewesen war und dass Andrew verschwunden war, als ich wieder herauskam. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte und unsere Direktorin schenkte mir einen mitfühlenden Blick. Ich werde die Worte aus ihrem Mund niemals vergessen. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber dein Freund, Andrew, wird vermisst. Seit des Einschlusses hat ihn niemand mehr gesehen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich saß einfach nur stumm da, wie betäubt. Irgendwann fragten sie mich, ob ich seelische Unterstützung brauchte, und ich sagte nein. Der Rest dieses Tages ist wie verschwommen. Das Einzige, woran ich mich sonst noch erinnern kann, sind die Schuldgefühle, die über mich hereinbrachen. Da war ich also und gab Andrew die Schuld daran, nicht für mich dagewesen zu sein, obwohl ich in Wahrheit nicht für ihn dagewesen war. Ich hörte später, dass man annahm, der Mann, der an unsere Schule eingedrungen war, ein entflohener Häftling, habe Andrew entführt. Sie waren nicht in der Lage, ihn zu finden. Auch Jahre später gab es keine Hinweise und niemand wusste, was man noch hätte tun können. Die meisten Menschen scheinen akzeptiert zu haben, dass Andrew wahrscheinlich tot ist. Aber das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste daran ist das Wissen, dass der Kerl, der Andrew entführt hat, eine Haftstrafe wegen Menschenhandels verbüßte. Es begann 2012. Ich ging damals auf eine kleine Middle School in einer ebenso kleinen Stadt. Das Beste an dieser Schule war ihr riesiger Spielplatz. Es gab mehr Spielmöglichkeiten, als die Schüler nutzen konnten. Der Spielbereich war von einem niedrigen Zaun umgeben, der an 2 Stellen offen war. Einmal zur Bushaltestelle hin, sodass die Buskinder dort hinein und hinaus gelangen konnten, und einmal zu den Pavillons. Das Tor zu den Pavillons konnte nur von den Lehrern geöffnet werden, um die Kinder am Weglaufen zu hindern. Trotzdem kletterten immer wieder Schüler darüber, denn so hoch war der Zaun nicht. Wann immer die Lehrer nicht hinsahen, schlichen sie sich zu den Pavillons und hingen dort herum. Einige rauchten dort auch, aber der Rest von uns hielt sie einfach für Idioten. Wie auch immer, es fing alles an, als der Direktor entschied, dass die Lehrer während der nächsten Woche oder so in den Pausen im Schulgebäude bleiben sollten, um Vorbereitungen für die Jahresabschlussfeier zu treffen. Jedes Schuljahr kurz vor den Sommerferien bauten sie eine Art kleinen Jahrmarkt auf, mit jeder Menge Spiele, Preise, Süßigkeiten und Schwachsinn, sodass die Schüler mit einem Knall in die Ferien gehen konnten. Aber nur, wenn man während des Schuljahres genug Bücher gelesen hatte, was unsere Lehrer und Bibliothekare immer genau im Blick behielten. Ich hielt es für eine schlechte Idee, die Lehrer drinnen zu behalten, aber für den Direktor schien es in Ordnung zu sein, denn die Versammlungshalle, in der sie sich aufhielten, verfügte zum Spielbereich hin über eine verglaste Wand, also konnten sie uns technisch gesehen trotzdem noch genau im Auge behalten. Aber eigentlich passten sie gar nicht auf uns auf. Das weiß ich jetzt, denn sie haben den Fremden nicht gesehen. Sie haben ihn nicht aufgehalten. Wenn sie den Fremden gesehen hätten, hätte all das abgewendet werden können. Der Fremde tauchte eines Tages genau hinter dem Tor zu den Pavillons auf. Er war ein Mann mittleren Alters, von sehr dünner Statur und er war sehr groß, über 1,90 würde ich sagen.
Er trug diesen großen, seltsamen Hut mit sehr breiter Krempe, der mehr wie eine Frisbee aussah. Seine Kleidung war von Kopf bis Fuß komplett schwarz. Wäre es Nacht gewesen, hätte man ihn womöglich nicht einmal sehen können. Er wäre fast unsichtbar gewesen und das machte es noch gruseliger. Der Fremde kam an das Tor, lehnte sich dagegen und beobachtete die Kinder. Ihr meint bestimmt, jemand von uns wäre auf die Idee gekommen, es den Lehrern zu melden, denn ganz offensichtlich stimmte da so einiges nicht. Ein Fremder, der Kinder während der Pause beim Spielen beobachtete, ließ doch alle Warnlampen angehen. Aber nein. Stattdessen beobachteten wir ihn aus der Ferne, machten unsere Witze über den Kerl, dass er ein Irrer und Bekloppter sei, und machten mit unserem Basketball- oder Yu-Gi-Oh!-Spielen weiter. Aber da war dieses Mädchen aus meiner Klasse. Ihr Name war Judy. Ich hatte schon immer gedacht, Judy sei ein alter Damenname. Judy war ein eigenartiges Mädchen. Ich sah sie in den Pausen nie mit jemandem spielen, nie mit jemandem im Gang oder im Klassenzimmer reden. Und als ob das nicht schon seltsam genug gewesen war, war sie die Einzige, die sich dem Fremden näherte. Eines Tages ging sie in der Pause direkt zu ihm hin. Ich beobachtete sie und hielt wie üblich Abstand. Sie fing an, mit ihm zu reden und sie führten eine Zeit lang ein Gespräch. Und der Fremde fing an, ihr während der nächsten Tage kleine Geschenke mitzubringen. Geschenke wie Schokoriegel, Eiscreme, Lollis oder Spielzeug. Jedes Mal, wenn er auftauchte, ging Judy ihn begrüßen, sprach mit ihm und bekam von ihm ein Geschenk. Das alles führte zu dem Tag, an dem ich ihn innerhalb des Zauns sah. Eines Tages sprang er darüber, während er mit Judy sprach. Er kniete sich vor ihr hin. Ich sah ihn Judys Hand nehmen und sie redeten und lachten einfach weiter, als wäre nichts Merkwürdiges oder Besorgniserregendes daran. Ich war definitiv besorgt. Und inzwischen kann ich getrost sagen, dass es mich krank machte. Das war nicht normal und das war nicht in Ordnung. Was stimmte mit einem Mann seines Alters nicht, der so viel Zeit mit ihr verbrachte, einem 13-jährigen Mädchen? Und was war er überhaupt? 40? Mehrere von uns kamen zu der Einsicht, dass es an der Zeit war, die Lehrer zu informieren. Sie passten ja offenkundig nicht auf uns auf, also war es an uns, dieses Geschehen zu melden. Wir machten uns zu dritt auf dem Weg zu den Türen, aber als wir uns umschauten, kam der Mann uns nach. Er wusste, was wir vorhatten, und es gefiel ihm gar nicht. Sein Gesichtsausdruck sagte alles, diese steinerne Mimik und die Augen, die mich anstarrten. Es war absolut furchterregend. Nur Sekunden bevor wir die Türen erreichten, läutete die Schulklingel, der Alarm für eine Einschlussübung. Die Schüler auf dem Spielplatz stürmten hinein und strömten in ihre Klassenzimmer. Inmitten dieses Chaoses ging der Fremde in aller Seelenruhe weiter auf die Türen zu. Bevor ich mich versah, war ich zurück in unserem Klassenraum, zusammengedrängt in der hintersten Ecke des Raumes mit dem Rest meiner Mitschüler unter den Pulten. Wir warteten in absoluter Stille. Der Lehrer schischte uns jedes Mal, wenn wir es wagten, miteinander zu flüstern. Aber wie konnten wir es nicht tun? Wir hatten so viele Fragen und wir fürchteten um unser Leben. Mit einem Mal stellten sich die Härchen in meinem Nacken auf, denn es rüttelte jemand am Türgriff einer Tür. Dann hörten wir dasselbe an einer zweiten Tür. Von meiner Position aus konnte ich nicht viel sehen, abgesehen von einem schwarzen Schleier, der an der Tür vorbeiging. Er lief hin und her, versuchte die Türen zu öffnen. Bald fing er an unserer Tür zu rütteln und sprach, »Ich will nur Judy. Komm schon, Judy. Komm raus. Lass uns zusammen spielen.« Es lief mir eiskalt den Rücken runter, als ich ihn sprechen hörte. Ich blickte nach rechts und da war Judy. Aber anstatt zu zittern und Angst zu haben wie die anderen, lächelte Judy. Sie schien aufgeregt zu sein.
Es sah so aus, als würde sie sich wundern, warum sie sich vor ihrem neuen Freund verstecken sollte. Der Lehrer machte eine winkende Geste in ihre Richtung, wollte ihr zu verstehen geben, nicht zu antworten. Aber dann stand Judy auf und sie fing an, auf die Tür zuzugehen. Als der Lehrer das bemerkte, riss er sie praktisch zu Boden und Judy fing an zu weinen. So ging es 10 Minuten weiter. 10 Minuten psychotisches Pandemonium und endlich hörte das Rütteln und die Geräusche von draußen auf. Der Mann war verschwunden und nur Sekunden später kam die Polizei zur Tür herein. Es war das Verrückteste, was ich je erlebt hatte und locker auch das Unheimlichste. Der Mann wollte Judy wirklich. Mit diesen Geschenken hatte er sie angezogen, sie programmiert, sie praktisch einer Gehirnwäsche unterzogen. Bis zu dem Punkt, an dem er versuchte, in unser Klassenzimmer zu gelangen. Mit weiß Gott, was für Absichten. Sie war drauf und dran gewesen, die Tür aufzuschließen und damit womöglich die Hölle über uns alle hereinbrechen zu lassen. Ich weiß nicht, ob er irgendeine Art Waffe bei sich hatte und ich weiß wirklich nicht, was er getan hätte, wenn er in den Klassenraum gelangt wäre. Aber es ist auch dieses Nichtwissen, das es so gruselig macht. Ich fragte mich, was er mit Judy vorhatte. Irgendetwas sagte mir, dass diese Geschichte mit ihm und Judy auch nach diesem Vorfall noch weiterging, denn die Polizei hat den Mann nie geschnappt. Er war nicht mehr an der Schule, als sie auftauchten. Schüler, wenn ihr in den Pausen einen Fremden auf euch zukommen seht, alarmiert so schnell wie möglich eure Lehrer, bevor er einen Schüler zu fassen bekommt, bevor einer eurer besten Freunde nie wieder gesehen wird. Die Schule, auf die ich damals ging, war sehr alt und von einer Unmenge verstörender Legenden und Geschichten umgeben. Viele Geschichten über Menschen, die auf geheimnisvolle Weise gestorben waren oder sich auf dem Grundstück selbst das Leben genommen hatten. Ein Beispiel. Als die Schule eine Highschool war, wurde ein Mädchen jeden Tag aufs Schlimmste gehänselt. Eines Tages, nachdem sie wieder einmal vor der ganzen Schule gedemütigt worden war, folgte sie dem Hausmeister aufs Dach hinauf, versteckte sich, bis er wieder gegangen war, und dann sprang sie. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob diese Geschichte über dieses Mädchen wahr ist oder ob man sie mir nur erzählt hatte, um mir Angst zu machen. Aber die Ereignisse, die sich während meines Erlebnisses zutrugen, lassen mich stärker daran glauben, dass die Geschichte wahr ist. Es passierte vor einer ganzen Weile, und wenn ich jetzt daran zurückdenke, wünsche ich mir, ich hätte nie versucht, mehr herauszufinden. Ich war in der 5. Klasse, ein Neuling, aber ich war auch wieder vereint mit ein paar alten Freunden aus der 1. bis 3. Klasse. Als es passierte, hatten wir gerade Sportunterricht und befanden uns draußen auf dem Schulhof. Wir hatten an diesem Tag eine Freistunde und ich und meine Freundin, nennen wir sie hier Sascha, hingen einfach in der Nähe der Türen herum und redeten über bedeutungslose Dinge. Sascha meinte zu mir, dass sie etwas trinken gehen wollte. In diesem September war es wirklich heiß und wir saßen direkt in der Sonne. Ich nickte einfach und Sascha ging davon. Ich blieb allein zurück, so ziemlich das Unheimlichste, was auf diesem alten Schulhof passieren konnte. Ich stand auf, nachdem Sascha bereits eine Zeit lang weg war und wollte ihr durch den unheimlichen Schulflur nachgehen, der zum Trinkbrunnen führte. Ich mochte diese Schule nicht besonders. Sie strahlte eine unheimliche Aura ab, sogar auf eine fröhliche Neunjährige wie mich, und ich konnte mir das nicht erklären. Aber diese Schule gab diese Ausstrahlung ab. Ich fing an, mich von der Tür zu entfernen und auf den Sportlehrer zuzugehen, um ihn zu fragen, ob ich etwas trinken gehen durfte, als Sascha nach mir rief. Ich drehte mich wieder zu der Tür um, von wo aus die Stimme gekommen war, und sah dort niemanden. Ich erinnere mich, gedacht zu haben, dass ihre Stimme von woanders wiedergehallt war.
Ich hatte keine Angst, weil wir uns oft gegenseitig Streiche spielten und ich glaubte, Sascha wollte mich wieder einmal reinlegen. Ich rief ihren Namen. Zu diesem Zeitpunkt war ich die Einzige in dieser Gegend. Aber ich erhielt keine Antwort, daher begann ich mich umzusehen, von woher die Stimme gekommen sein mochte. Ich drehte mich zu der Tür um, die in den Korridor führte. Sie stand ein Spalt weit offen. Ich ging zu ihr rüber und zog sie ganz auf. Nachdem ich ein paar Schritte hindurchgegangen war, fiel die Tür plötzlich hinter mir zu und die Beleuchtung schien schwächer zu werden. Ich rief nach Sascha und nahm an, dass sie gleich aus ihrem Versteck kommen und mich auslachen würde. Aber alles blieb still. Ich lief zur Tür zurück und verließ das Gebäude, halb annehmend, dass irgendein Lehrer vorbeikam und mich fragte, warum ich nicht im Unterricht war. Ich schloss die Tür hinter mir und ging ein paar Meter weg, als ich plötzlich ein Geräusch hörte, das euch vielleicht nicht unheimlich erscheinen mag, aber mir hat es sich auf ewig ins Gedächtnis eingebrannt. Es war das Geräusch von Händen, die gegen die Glasscheibe in der Tür schlugen, und es jagte mir eine Heidenangst ein. Ich machte eine 180-Grad-Drehung in Richtung der Tür, schneller als ich mich je zuvor bewegt hatte, aber ich sah niemand hinter dem Glas. Ich schritt vorsichtig wieder auf die Tür zu und blickte durch die Scheiben nach unten. Ich suchte nach irgendetwas, das dieses Geräusch verursacht haben konnte. Aber weil ich wieder niemanden sah, rannte ich davon, als sei ein Rudel Wölfe hinter mir her und hielt nicht an, bevor ich das andere Ende des Schulhofs erreicht hatte. Erst da wurde mir bewusst, dass Sascha die ganze Zeit über am anderen Ende des Schulhofes gewesen war, zusammen mit einem Freund von uns namens Don. Ich sammelte all meinen Mut zusammen und führte sie auf die Rückseite des Schulhofes, wo ich mich zuvor aufgehalten hatte, und dort warteten wir. Und da hörten wir das Geräusch eines Mannes, der auf dem Dach vor Schmerz und Qual schrie. Wir rannten alle drei davon und wichen nicht mehr von der Seite unseres Lehrers, wo wir uns aus irgendeinem Grund sicherer fühlten, bis die Schulklingel läutete. Wir drei gingen gemeinsam zu unserem Klassenraum zurück, dicht an dicht wie ein paar Sardinen in der Dose, bis wir dort ankamen. Ich wünschte, damit wäre es vorbei gewesen. Aber nein. Ich hatte nun das zweifelhafte Glück, dass ich etwas an mich gebunden hatte. Später im Dezember standen wir versammelt an der Tür zur Sporthalle und warteten auf unseren Lehrer. Ich stand genau an die Treppe zum Keller gedrängt, die über keine Tür verfügte. Ich schaute in den Kellergang hinunter, als mir etwas silbern Glänzendes ins Auge fiel. Ich hatte im Winter stets eine Taschenlampe in der Schule dabei, denn die Winter in Kanada sind sehr heftig und die Stromversorgung kann jeden Moment zusammenbrechen. Also zog ich die Lampe aus meiner Tasche und schaltete sie ein. Was ich dann sah, erschreckte mich nicht direkt, aber es verstörte mich ein bisschen. Dort unten lag eine Schere, von der aus eine rote Flüssigkeit tropfte. Ich rief Sascha und Don zu mir und wir alle starrten nach unten, bevor wir gemeinsam die Stufen zum Keller hinunterschlichen und uns gegenseitig fest an den Händen hielten. Als wir in die Tiefen des Kellers eingetaucht waren, untersuchten wir die Schere zusammen. "Das ist Farbe", meinte Don, genau in dem Moment, als die Schulklingel läutete. Mit einem letzten Blick auf die Schere rannte ich hinter meinen Freunden her, aber blieb am Fuße der Treppe stehen, als ich zwei glühend leuchtende Orbs sah, die mich aus der Dunkelheit heraus anstarrten. Ich ließ einen Schreckensschrei heraus und rannte dann so schnell ich konnte in die Sporthalle. Mir passierten damals noch viele kleinere Dinge, so wie Silhouetten zu sehen, wenn ich alleine im Regen nach Hause ging, mein Handy auf meinem Schreibtisch zu legen und nur kurz wegzusehen und plötzlich war es verschwunden, nur um dann auf meinem Bett wieder aufzutauchen. Meine Lichter gingen willkürlich aus. Die Ballons meiner Schwester wanderten vom ersten Stock ins Erdgeschoss, ohne dass jemand sie berührte. Der erwähnenswerteste Vorfall ereignete sich erst vor kurzem.
Ich sagte meiner Stiefschwester, sie solle nach oben gehen und sich ein neues Shirt anziehen, weil sie ihr altes mit Milch bekleckert hatte. Sie ging hinauf, kam aber eine Minute später wieder herunter, sah verängstigt aus und rannte direkt in meine Arme. Mein Vater und meine Stiefmutter schliefen auf der Couch, weil sie am Abend zuvor lange gearbeitet hatten. Ich fragte meine Stiefschwester, was los war. Was sie mir erzählte, lässt mich noch heute zittern. Sie sagte, das kleine rote Mädchen will, dass ich mit ihm spiele, aber ich will nicht. Sie macht mir Angst. Ich sagte zu ihr, dass alles in Ordnung war und dass ich sie vor dem kleinen roten Mädchen beschützen würde, weil ich dachte, sie hätte sich das alles nur eingebildet. Aber dann fingen wir an, den Gesang eines kleinen Mädchens zu hören. Dann öffneten sich oben knarrend Schubladen. Ich sagte zu ihr, sie solle sich nicht vom Fleck rühren, während ich nach oben in ihr Zimmer ging, wo ich aber nichts Ungewöhnliches entdecken konnte. Ich machte mich wieder auf den Weg nach unten und wollte ihr sagen, dass es vermutlich nur eine der Katzen gewesen war. Aber dann hörte ich die verzerrte Stimme eines kleinen Mädchens sagen, sie wird mit mir spielen. Ich rannte nach unten und blieb bei meiner Stiefschwester. Eine weitere erwähnenswerte Sache ereignete sich in einer anderen Nacht. Ich machte mich zum Duschen fertig und wollte danach meinen Schlafanzug anziehen. Darum legte ich ihn an einen Ort, wo er nicht nass werden konnte. Ich drehte mich um und sah, dass der Duschvorhang sich auf und ab bewegte, als hätte ihn ein starker Wind erfasst. Das laufende Wasser konnte eine solche Bewegung unmöglich verursachen. Zuerst hatte ich Angst, aber dann riss ich mich zusammen und sagte in einem eher genervten Ton, »Kannst du bitte einfach verschwinden? Manche Menschen haben es lieber, wenn ihre Vorhänge einfach nur da hängen, während sie duschen.« Es hörte urplötzlich auf und die letzte Spur von Angst, die noch in mir geblieben war, verflüchtigte sich. Dann sagte ich, »Wenn du mir schon unbedingt folgen musst, dann stör mich wenigstens nicht. Ich habe es lieber ruhig und friedlich.« Dann ging ich und die Nacht nahm ihren Lauf. Seitdem ist nichts mehr vorgefallen, darum hoffe ich, dass es eine Zeit lang ruhig bleibt und ich meinen Frieden genießen kann. Ich glaube nicht, dass es etwas Böses im Schilde führt, aber es gibt offenbar zwei von ihnen und einer der beiden ist nicht so freundlich. Den anderen nenne ich den Freundlichen. Aber die meiste Zeit über bleibt es ruhig. Vor dem anderen aber nehme ich mich in Acht. Sobald ich die Anwesenheit dieses anderen spüre, sage ich laut und deutlich so etwas wie »Lass mich in Ruhe« oder »Geh weg«. Ich glaube, es will meine Stiefschwester etwas antun. Es kann sehr schwierig sein, nachts zu schlafen, wenn ich dieses kleine rote Mädchen mit mir im Raum spüre, beobachtend und vielleicht darauf wartend, mich und meine Familie zu verletzen. Ich hatte immer geglaubt, ich lebe in einer ruhigen Nachbarschaft, in einer Stadt, in der die schlimmste Person, der man begegnen konnte, jemand mit einem verdrehten Sinn für Humor war und nicht mehr. Zumindest hatte ich das geglaubt, bis zu dem ersten Jahr in meiner Highschool. Mein Mathekurs war angefüllt mit einer Vielzahl unterschiedlicher Menschentypen, obwohl es nur eine kleine Klasse war. Es gab da die Mädchen, die sich mehr um Selfies kümmerten als um ihre Aufgaben. Da waren die Goff-Typen, die ziemlich entspannt waren, wenn man sie erst einmal kennengelernt hatte. Und es gab die Rebellischen, die grundsätzlich zu spät zum Unterricht kamen. Ich passte in keine dieser Gruppen rein. Ich bin eher ein Stadtjunge und betrachte mich selbst nicht als oberflächliche Person, anders als so viele Mädchen an meiner Schule. Und mit Tank war es genauso. Tank war der einzige Junge in der Klasse, mit dem ich, so habe ich damals zumindest angenommen, einigermaßen auskommen konnte. Der einzige, der mich verstand.
kam mit den anderen einfach nicht klar. Er war außerdem gut in Mathe und wann immer ich an einer Aufgabe festhing oder während des Unterrichts nicht mitgekommen war, wusste ich immer, dass Tank mir helfen würde. Wenn wir große Gruppenprojekte bearbeiteten, war er immer meine Anlaufstelle, selbst wenn ich es auch allein konnte. Aber wenn wir mit unseren Aufgaben fertig waren, sprachen wir über Dinge, die uns interessierten. So fand ich heraus, dass wir viel gemeinsam hatten. Wir beide liebten zum Beispiel Creepypastas. Aber seine größte Leidenschaft schien es zu sein, über Waffen zu sprechen und wie viel er über sie wusste. Das erschien mir nicht wirklich als ein Alarmsignal, denn es gab nun mal Leute da draußen, die in so etwas wie Waffen aller Art vernarrt waren. Leute, bei denen man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass sie jemals jemanden verletzen könnten. Aber wenn er über Waffen sprach, hätte ich auf die Alarmsignale achten sollen. Manchmal sprach Tank davon, dass man sogar einen Bleistift als Waffe benutzen konnte, dass man jemanden damit erstechen könnte. Ich erinnere mich besonders an zwei Dinge, die er einmal gesagt hatte. Was für eine Ironie. An der Schule sind keine Waffen erlaubt, aber hier gibt es so viele Dinge, die man als Waffe verwenden kann. Er sah mich an und zeigte mir dieses Grinsen. Er sagte, man kann alles als Waffe verwenden. Das war nur zu wahr, aber dumm wie ich nun mal war, tat ich es einfach ab. Ich nahm an, dass er nur mit etwas prahlen wollte, was er im Fernsehen gesehen hatte oder so. Ein anderes Warnsignal, das ich offenbar ignoriert hatte, war, wie Tank über seine Großmutter sprach, die bei ihnen lebte. Er beschwerte sich ständig darüber, dass sie faul war und nie etwas anderes tat als Fernsehen. Die ganze Zeit über wies sie Tank an, Dinge zu tun, die sie auch ganz einfach selbst hätte erledigen können, zum Beispiel Wasser holen oder etwas zu essen zu machen, wenn sie durstig oder hungrig war. Und er sagte mir, dass er sie am liebsten umbringen würde. Aber idiotischerweise fühlte ich mit ihm und glaubte, sein Wunsch, sie zu töten, sei übertrieben. Und das war nicht einmal das Schlimmste an diesem verdrehten Individuum. Was ich hätte ernst nehmen sollen, es aber nicht getan hatte, war, als er sagte, dass er die Schule selbst hochjagen wollte. Es beunruhigte mich ein bisschen, aber ich checkte es nicht. Bevor ich weiter erzähle, muss ich eines erwähnen. Wenn ihr Schüler seid und ihr hört, jemand wolle andere verletzen oder die Schule zerstören, selbst wenn ihr sie mit einer brennenden Leidenschaft hasst, müsst ihr es einem Erwachsenen melden. Auch wenn sich Lehrer und Schüler kaum um euch scheren, lasst jemanden wissen, dass jemand gewalttätiges Verhalten zeigt, bevor es zu Schlimmerem kommt. Seid nicht wie ich. Tut es nicht einfach ab. Später, als das Schuljahr knapp einen Monat vor dem Ende stand, fing mir an aufzufallen, dass Tank nicht mehr zum Unterricht erschien. Anfangs glaubte ich noch, er sei krank geworden, aber während die Tage vergingen, ließ er sich kein einziges Mal sehen. Bald darauf trat ein Mann aus dem Direktorenbüro an mich heran, den ich hier Mr. Baldwin nennen möchte. Er war ein sehr aufgeschlossener, aber auch ernsthafter Mensch. Mit ihm wollte man sich lieber nicht anlegen, es sei denn, man war ein Schüler, der sich für besser als alle anderen hielt. Er nahm mich mit in sein Büro, was mir Angst einjagte, denn ich glaubte, dass ich aus irgendeinem Grund Ärger bekommen würde. Ärger bekommen konnte ich schließlich am besten. Mr. Baldwin erklärte mir, dass ich nicht in Schwierigkeiten war, aber er musste mir ein paar sehr wichtige Fragen stellen. Er fragte mich, ob Tank die Absicht geäußert hatte, die Schule anzugreifen, und in diesem Moment überrollte es mich wie ein Zug. Ich erzählte Mr. Baldwin, dass er das wirklich getan hatte, aber ich hätte nie gedacht, dass er tatsächlich jemanden verletzen würde. Ich spürte mein Herz in der Brust schlagen, als ich ihm das sagte. Nach ein paar weiteren Fragen schickte er mich in meine Klasse zurück. Ich erfuhr später, dass Tank von der Schule suspendiert worden war und sich in Untersuchungshaft befand, nachdem er eine alte Frau verletzt hatte,
die er zusammen mit einem anderen Schüler überfallen und ausgeraubt hatte. Ich erfuhr außerdem, dass Tank ein ganzes Arsenal Waffen und Munition bei sich zu Hause hatte. Vermutlich wusste nicht einmal seine Familie etwas davon. Ich hoffe wirklich, dass Tank die Hilfe bekommen hat, die er nötig hatte, aber gleichzeitig hoffe ich auch, dass er sich von anderen Leuten fernhält. Ich glaube nämlich ernsthaft, dass wir nur mit knapper Not einem Schulamoklauf entkommen sind. Die Mittelschule, auf die ich damals ging, war nicht direkt eine typische Mittelschule. Sie war in den 40ern gebaut worden und als ich in den frühen 2000ern dorthin ging, war sie eine ziemliche Müllhalde. Man erzählte uns ständig, dass wir bald eine neue Schule bekommen würden, aber es sollten noch ein paar dramatische Dinge passieren, bevor sie dieses Versprechen in die Tat umsetzten. Nicht nur, dass die Schule förmlich auseinanderfiel, sie hatte auch eine Vorgeschichte. 8 Menschen waren seit den 40ern auf dem Gelände ums Leben gekommen. 5 davon waren Schüler, 1 Mitarbeiter und 2 Besucher. All diese Leben waren von jemand anderem beendet worden. Es waren gleichermaßen tragische wie rätselhafte und unerklärliche Todesfälle. Es passierte in meinem ersten Jahr dort. Als ich als 6. Klässler dort anfing, war der aktuellste Todesfall der einer 17-jährigen Schülerin namens America gewesen. America war merkwürdig. Sie hatte keine Art von Elektronik besessen, was in den frühen 2000ern überaus ungewöhnlich war. Aber das allein war es nicht. Wie man mir erzählte, hasste sie jede Form von Elektronik mit brennender Leidenschaft. Scheinbar war sie immer am Lesen. Sie hatte eine Vorliebe für alte Romanzen in der Art von Stolz und Vorurteil und ähnlichem. Sie lebte praktisch in der Bibliothek und kleidete sich wie ein typischer Hippie. Weite Röcke, Stiefel, Blumenbänder in den Haaren. Sie war außerdem Schauspielerin und Sängerin und in ihrer Mittelschulzeit nahm sie jedes Jahr an der Theater AG teil. Nachdem sie abgeschlossen hatte, kam sie jedes Jahr wieder, um sich das Schulmusical anzusehen und um ihre alten Lehrer zu treffen. Obwohl sie so merkwürdig war, war sie doch keine Einsiedlerin. Als sie in der 11. Klasse war, ging sie ein paar Monate lang mit einem älteren Jungen aus und nach ihrem Dahinscheiden meinten viele Leute gewusst zu haben, dass er sie körperlich und psychisch misshandelt habe, weil er das auch mit seiner vorherigen Freundin getan hatte. Er fuhr sie an diesem Tag zum Musical und auf dem Parkplatz ging alles den Bach runter. Offenbar wurde sie wegen irgendetwas sauer auf ihn und schlug ihn mit einem Buch, das sie bei sich hatte, gegen den Arm. Das machte ihn wütend und er nahm ihr das Buch weg, mit dem er dann ihr Leben beendete. Genau dort, auf diesem Parkplatz. Die Leute hörten sie schreien und viele riefen entweder die Polizei oder versuchten, ihn von ihr wegzuziehen. Aber es war zu spät. Sie war fort. Nun, als ich an diese Schule kam, wusste ich nichts darüber. Es hatte eine weitreichende Nachrichtensperre gegeben. Darum hatte ich nicht die leiseste Ahnung, dass gerade mal ein Jahr zuvor so etwas Schreckliches auf dem Parkplatz geschehen war. Schon in der ersten Woche fing ich an, ein paar seltsame Dinge zu spüren. Ich, meinerseits selbst ein Bücherwurm, verbrachte viel Zeit in der Bibliothek. Fast immer, wenn ich hereinkam, lag ein Buch, meistens eine alte Romanze, auf dem Kaffeetisch, der dort in der Bibliothek stand. Das Buch lag immer auf dem Tisch und das Kernstück eines roten Apfels lag genau daneben. Hin und wieder entdeckte ich auch einen Ohrring oder einen Seidenschal. Zuerst nahm ich an, diese Dinge stammten von der Bibliothekarin. Es wurde irgendwann lästig, denn um am einzig guten Ort in der Bibliothek Platz nehmen zu können, musste ich die Sachen wegräumen. Darum beschloss ich sie zu bitten, damit aufzuhören, aber die Bibliothekarin schien nur verwirrt zu sein. Sie bat mich, ihr die Sachen zu beschreiben.
Ich erwähnte die Apfelreste und sie wurde bleich im Gesicht, als hätte sie einen Geist gesehen. Und irgendwie stimmte das auch. America, flüsterte sie verhalten. Wie ich zuvor schon sagte, wusste ich nichts über sie. Darum fragte ich, wie bitte? Nachdem ich sie etwas unter Druck gesetzt hatte, erzählte mir die Bibliothekarin die ganze Geschichte und fuhr damit fort, mir mehr von America zu erzählen. Wir alle haben sie geliebt, sagte sie traurig. Ich ganz besonders. Jeden Morgen kam sie ganz früh her. Sie hatte immer einen Apfel dabei, einen roten, niemals einen grünen oder gelben, den sie zum Frühstück aß. Dieses Mädchen, sie war etwas Besonderes. Ich verließ daraufhin die Bibliothek, mehr neugierig geworden als ängstlich. Eine ganze Weile fragte ich jedermann, ob derjenige sie gekannt hätte oder etwas über sie wusste. Für mich war das interessant. Eine Bibliothek, in der es spukte. Schließlich ging das Leben aber weiter und ich dachte nicht mehr übermäßig an diese Geschichte. Es passierten interessantere Dinge in meinem Leben. Aber irgendwann im Dezember wurde ich wieder schmerzlich daran erinnert. Der ganzen Schule ging es so. Ich ging den Flur entlang und sah, wie ein Junge ein Mädchen schlug, das ich für seine Freundin hielt. Dann stieß er sie gegen die Wand. Ich zog mich zurück. Ich hatte nicht die Absicht, ins Kreuzfeuer zu geraten. Eine Woche später befand sich die Klasse desselben Jungen in der Bibliothek. Er entfernte sich von den anderen, desinteressiert am Unterricht. Unsere Bibliothek war riesig für eine Schule unserer Größe. Stand man am einen Ende, konnte man niemanden am anderen Ende sehen. Darum sah auch niemand, was ihm passierte. Sie konnten nur sagen, dass plötzlich jemand zu schreien anfing. Seine gesamte Klasse lief los, um ihn zu suchen, aber als sie ihn fanden, war schon zu spät. Der Junge war nicht mehr am Leben. Niemand konnte wirklich sagen, wie es dazu gekommen war. Die Prellungen an ihm sahen so aus, als wäre er geschlagen worden mit einem Buch. Aber es befand sich niemand sonst in diesem Teil der Bibliothek. Und man fand einen langen schwarzen Seidenschal genau neben ihm, der sich, wie berichtet wurde, eiskalt anfühlte. An diesem Punkt fing ich an, Angst zu bekommen. Ich hatte angenommen, dieser Geist wäre der eines harmlosen jungen Mädchens, das sich nicht von seinen geliebten Büchern trennen konnte. Jetzt war ich mir dessen nicht mehr so sicher. Welches harmlose junge Mädchen konnte jemanden mit einem Buch so etwas antun? Wie auch immer, ich ging trotzdem auch weiter in die Bibliothek und vergaß den Geist irgendwann erneut. Im Februar desselben Schuljahres bekamen wir einen neuen Bibliotheksassistenten, einen jungen Mann in den frühen 20ern. Ich konnte ihn gut leiden. Er legte für mich Bücher zurück, wenn ich ihn darum bat, und er diskutierte gern mit mir darüber, nachdem ich sie gelesen hatte, und er las die meisten davon ebenfalls. Um ehrlich zu sein, es klingt vielleicht wie ein Klischee, aber Bücherwürmer bleiben vielleicht wirklich lieber unter anderen Bücherwürmern. Es war im Mai, als ein ganz bestimmter Bücherwurm erneut zuschlug. Der Bibliotheksassistent Mr. Solino, von dem ich eben gesprochen habe, wurde eines Morgens gefunden. Er war nicht mehr unter uns. Allem Anschein nach hatte jemand ein Buch benutzt, um ihm Schaden zuzufügen. Und als wüsste diese Person, was sie da tat, als hätte sie dessen Absichten erkannt und sich genau diesen Tag ausgesucht, um zuzuschlagen. Den einzigen Tag, an dem er morgens allein in der Bibliothek war. Dieses Mal fand man neben ihm einen Blumenkranz. Nachdem ich das gehört hatte, rannte ich als erstes in die Bibliothek und stöberte in ein paar alten Zeitungen. Nach einer Stunde Recherche fand ich einen kleinen Artikel von vor ein paar Jahren über einen jungen Mann, der beschuldigt worden war, seine Freundin verletzt zu haben. Aber die Anklage wurde fallen gelassen. Es war Mr. Solino.
Der Schuldistrikt stellte niemand Neuen für ihn ein. Sie schlossen die Schule im Sommer nach meiner 6. Klasse und verteilten uns alle auf andere Schulen. Ich zog in der 8. Klasse weg und werde deshalb wohl nie erfahren, ob America mit an eine der neuen Schulen weitergezogen ist oder ob sie jetzt ihren Frieden gefunden hat. Ich weiß nur, dass ich nie wieder eine Bibliothek mit denselben Augen betrachten werde wie zuvor. Es gibt eine Junior High School in Japan, an der ein Lehrer unter mysteriösen Umständen verschwand. Er befand sich mitten im Unterricht vor einer Klasse, als er unvermittelt verkündete, dass er etwas erledigen müsste. Er versicherte seiner Klasse, dass er in ein paar Minuten zurück sei, und dann ging er. Die Schüler warteten und warteten, doch der Lehrer kam nicht wieder zurück. Schließlich informierten sie die Vorgesetzten und eine Durchsuchung der Schule wurde organisiert, aber es konnte keine Spur des Lehrers gefunden werden. An dieser Schule lagen die Toilettenräume der Jungen und der Mädchen direkt nebeneinander, separiert nur durch eine dünne Trennwand. Die Wand war so dünn, dass jedes Geräusch mit Leichtigkeit hindurchdringen konnte. Jeder in der einen Toilette konnte hören, was in der anderen passierte. Keines der Mädchen wollte die Toiletten benutzen und nach einer Vielzahl von Beschwerden entschieden die Vorgesetzten, dass dagegen etwas getan werden musste. Die Tür zu den jungen Toiletten wurde zugemauert, die Trennwand eingerissen und die Mädchentoilette ausgebaut. Für die Jungen wurden neue Toilettenräume außerhalb der Schule eingerichtet. Dadurch entstanden gewaltige Unannehmlichkeiten für die Jungs, weil sie nun immer nach draußen gehen mussten, wenn sie die Toilette benutzen wollten. Die Mädchen aber waren mehr als zufrieden mit ihren erneuerten Räumlichkeiten. Nach einer Weile jedoch begannen wilde Gerüchte unter den Schülern die Runde zu machen. Es wurde gemunkelt, dass viele der Mädchen, die die frisch renovierten Toilettenräume benutzt hatten, ein unheimliches Gefühl verspürt hätten. Einige berichteten, sie hätten sich beobachtet gefühlt, während sie auf der Toilette saßen. Ein paar behaupteten sogar, sie hätten gesehen, wie sich etwas im Dunkeln bewegte, wenn sie in eine der Schüsseln sahen. Die Gerüchte verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und die Mädchen fingen an, sich bei den Lehrern zu beklagen. Die Vorgesetzten überprüften die Toilettenräume wieder und wieder, konnten aber nie etwas Ungewöhnliches feststellen. Man sagte den Mädchen, sie sollten aufhören, so dumme Gerüchte in die Welt zu setzen. Nach einiger Zeit fingen die Mädchen jedoch an, einen unangenehmen Geruch wahrzunehmen, der aus den Toilettenräumen drang. Der Gestank wurde mit der Zeit immer schlimmer und schlimmer. Die Lehrer begannen den Geruch ebenfalls wahrzunehmen und setzten ihre Vorgesetzten davon in Kenntnis. Sie riefen die Sanitärinstallateure, die den Raum renoviert hatten, um der Sache auf den Grund zu gehen. Nachdem sie den Boden aufgestemmt hatten, entdeckten die Arbeiter eine aufgeblähte, verwesende Leiche in einem Hohlraum unter einer der Toiletten. Eine DNA-Untersuchung bestätigte, dass es sich um die Leiche des vermissten Lehrers handelte, aber niemand konnte eine Erklärung liefern, wie er dorthin geraten war. Wenn ihr seit den 1990ern eine Schule besucht habt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr zumindest einmal eine Einschlussübung durchlaufen habt. Vielleicht sogar einen richtigen Einschluss. Aber nicht alle davon enden zwangsläufig in einer Tragödie. Schulen können auch Einschlüsse durchführen, wenn irgendwo im Umfeld ein Verbrechen stattgefunden hat oder wegen ein paar Eltern, die vergessen haben, ihre Besucherausweise zu tragen oder wegen einer Milliarde anderer Gründe, die nichts mit einer ernsten, direkten Bedrohung zu tun haben. Lieber Vorsicht als Nachsicht, nicht wahr? Ich ging in einer Welt nach Columbine zur Schule.
Einschlüsse wurden immer sehr ernst genommen, zumal wir in einer recht abgelegenen Gegend lebten. Die meisten Leute dort kannten einander. Es gab regelmäßig Meinungsverschiedenheiten, ob man Lehrern erlauben sollte, während der Schulzeit eine Waffe zu tragen. Wer konnte denn schon sagen, wie lange es im Ernstfall bis zum Eintreffen der Polizei dauern würde? Aber ich bin nicht hier, um mit euch über Waffenkontrolle zu diskutieren, darum komme ich einfach zum Punkt. Die meisten Einschlüsse sind Übungen. Ich erzähle euch von dem einen, der keine war. Ich war schon immer ein ziemlich nervöses und paranoides Gemüt. Zum Beispiel vermied ich es, während der Middle- und Highschool-Zeit in die Cafeteria zu gehen, um dort nicht in irgendeiner Ecke gefangen zu sein, fernab von jeglichem Ausgang. Diese Vorstellung machte mir Angst, wenn ich mir ausmalte, wie viel Weg ich hätte zurücklegen müssen, um hinauszugelangen, selbst bei so etwas Banalem wie einer Essensschlacht. In den oberen Klassenräumen sah ich gelegentlich aus dem Fenster und stellte mir die Frage, ob mich ein Fall daraus direkt umbringen würde oder ob ich mit einem gebrochenen Arm oder Bein davon käme. In den unteren Klassenräumen durfte ich nicht am Fenster sitzen und war gezwungen, woanders Platz zu nehmen. Das war für mich ziemlich schlimm, denn ich mochte es, hinauszusehen und Tag zu träumen, aber wie es mit allen Dingen ist, wenn man etwas nur oft genug macht, konnte man sich an alles gewöhnen. Falls ihr in einer Schule arbeitet, kennt ihr das vielleicht nur allzu gut. Im Falle eines Einschlusses sind die Lehrer angewiesen, die Türen abzuschließen, das Licht auszuschalten und die Schüler in einem Teil des Raumes zu versammeln, der durch die Glasscheibe in der Tür nicht direkt eingesehen werden kann. Das war mir schon immer irgendwie dämlich vorgekommen. Ich hatte einmal einen Englischklassenraum und der einzige Fleck darin, wo man nicht von der Tür aus gesehen werden konnte, befand sich ironischerweise direkt neben der Tür. Die Vorstellung, dort dicht an dicht zusammengedrängt zu sein, während draußen jemand an der Tür rüttelte, war mir schon immer erschreckend vorgekommen. Meine größte Sorge war es aber immer gewesen, während einer Einschlussübung draußen gefangen zu sein, außerhalb eines Klassenraumes. Was war in diesem Fall das Richtige? An der nächsten Tür klopfen? Sich in einem Schrank verstecken? Nach draußen rennen? Ich persönlich meinte während meiner Schuljahre, wenn es einmal dazu kommen sollte, wenn ich mich in der Nähe eines Ausgangs befinden sollte und es mir richtig erschien, würde ich meine Chance wahrnehmen und hinausrennen. Lieber draußen sein als drin. Die Lehrer sagten uns während einer solchen Übung selten, ob es sich tatsächlich um eine Übung handelte oder nicht, aber irgendjemand wusste immer Bescheid. Es gab immer irgendeinen Schüler, von dem ein Elternteil in der Verwaltung arbeitete, und der hatte allen zugeflüstert, yeah, nur eine Übung. Und für den kommenden Tag stand in der 6. Stunde noch eine Feuerübung an. Sie hatten einen speziellen Code für den Ernstfall. Ein Mädchen namens Kelly verriet es einmal unserem gesamten Mathekurs, sehr zum Missfallen unseres Lehrers. Wenn dreimal hintereinander Einschluss durchgesagt wurde, handelt es sich um eine Übung. Bei viermal ist es ernst. Wir alle kicherten, aber was sie gesagt hatte, kehrte mir jedes Mal ins Gedächtnis zurück, wenn die Stimme des Direktors aus dem Lautsprecher und durch die ganze Schule dröhnte. Ich zählte immer mit, wartete immer auf dieses vierte Mal. Natürlich kam es nie dazu. Die 11. Klasse fing schließlich an. Ich war jetzt offiziell ein Schüler der oberen Klassenstufen. Das ließ eine ganz neue Art von Selbstbewusstsein in meinen Gang einfließen. Ich war jetzt 16. Nächstes Jahr würde ich meinen Abschluss machen und dann aufs College gehen. Mir gehörte praktisch die ganze Welt und ich würde bald jeden, den ich nicht ausstehen konnte, bei McDonald's arbeiten sehen. Ihr wisst schon, die typischen Vorstellungen, wenn man 16 ist. Ich spürte auch nicht mehr den Drang, in die erste Unterrichtsstunde zu hetzen, als wäre ein ganzes Rudel Wölfe hinter mir her. Stattdessen hing ich mit den anderen relaxten Schülern im Gang herum, machte mich über verwirrte Neulinge lustig oder nahm sogar Augenkontakt mit Lehrern auf. Mit diesem neuen Selbstvertrauen kam ich sehr knapp zum Beginn der ersten Stunde.
Ich tupfte im Waschraum mein Shirt mit einem Papiertaschentuch ab. Jemand war im Bus gestolpert und hatte etwas darüber verschüttet, das hoffentlich nur Eiskaffee war. Es sah nicht so aus, als würde es viel nützen, und ich hatte keine Jacke dabei. Ich murrte, knüllte das Papiertuch zusammen und schleuderte es in Richtung Mülleimer. Daneben. Als ich mich hinabbeugte, um es aufzuheben, hörte ich durch die dicken Wände des Waschraumes das unverkennbare Knacken der Sprechanlage. Ging es in diesem Jahr mit den Warnmeldungen etwa schon früher los? Vielleicht hatte ja wieder mal jemand auf dem Lehrerparkplatz geparkt. Einschluss, 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 Einschluss. Ich war vielmehr davon alarmiert, dass es so klang, als würde statt des Direktors eine Verwaltungsangestellte die Durchsage machen, als von irgendetwas anderem. Aber nach ein oder zwei Sekunden kam mir die Erleuchtung. Das war diesmal keine Übung. Ich stand da, völlig regungslos, und versuchte mir zu überlegen, was ich als nächstes tun sollte. Schließlich sprang ich zur Tür und riss sie auf, sah in den Gang hinaus. Alle Türen waren geschlossen. Ich befand mich im zweiten Stock und war überzeugt, von unten entferntes Schreien zu hören. Meine Panik wurde zu eiskalter Angst, die sich mir in den Magen bohrte und bis in meine Beine strahlte. Ich zog mich in den Waschraum zurück und versuchte, meine Gedanken zu sammeln. Vielleicht hatte ich mich ja nur verhört und es war nur eine Übung. Ich versuchte, mich zu erinnern, wie die Frau an der Sprechanlage geklungen hatte. War sie ängstlich gewesen oder gezwungen ruhig? Ich wusste es nicht und dieses Nichtwissen war am allerschlimmsten. Wenn es ein Ernstfall war, musste die Polizei bereits auf dem Weg sein, sagte ich zu mir selbst. Solange ich die Nerven behielt, würde schon alles gut gehen. Welcher potenzielle Amokläufer sah denn schon in den Waschräumen nach? Ich rannte zur letzten Kabine, der für Rollstuhlfahrer, und kletterte auf die Toilette. Sollte ich die Tür abschließen? Nein, auf keinen Fall. Dann war es offensichtlich, dass da jemand drin war. Was, wenn jemand mich durch den schmalen Spalt in der Tür sah? Konnte ich irgendwie auf dem Boden von einer Kabine zur nächsten kriechen? An diesem Punkt war ich wie hysterisch, aber in meinem Unterbewusstsein wusste ich, so wie wohl jeder andere in dieser Situation, wenn jemand hier hereinkäme, würde ich vermutlich sterben. Und daher legte ich mir dämlicherweise im Gedanken meine letzten Worte zurecht. Was sollte ich sagen? Sollte ich betteln? Was, wenn es jemand war, den ich kannte? Vielleicht konnte ich denjenigen zur Vernunft bringen. Vielleicht konnte ich mich sogar selbst beruhigen, trotz jemand Gemeingefährlichem. Sollte ich versuchen, der Held zu sein und mir die Waffe schnappen? Na klar. Und eine Kugel in den Kopf bekommen. Möglicherweise sollte ich versuchen, sie hinzuhalten. Ich musste angefangen haben zu lachen. Keine Ahnung warum. Ich zitterte, hockte auf einer schäbigen Schultoilette und lachte buchstäblich über Galgenhumor. Mein Kichern wurde zu schwerem Atmen und ich konzentrierte mich auf meine Knie. Ich sagte zu mir, dass ich nicht aufsehen würde, ganz gleich, was geschieht. Ich glaubte, ein lautes Geräusch den Flur runter zu hören und rückte noch weiter zurück, obwohl ich keine Ahnung hatte, was es gewesen sein konnte. Ich versuchte, meinen Atem anzuhalten, was aber nur dazu führte, dass ich fast ohnmächtig wurde. Und dann hörte ich sie. Schritte, da war ich mir ganz sicher. Vielleicht war es die Polizei. Die Schritte kamen näher, hallten durch den weiten Korridor der Schule. Ich war nicht im Glauben an Gott erzogen worden, aber genau dort und in diesem Augenblick versuchte ich, mit Gott zu feilschen. Es machte mir nichts aus, angeschossen zu werden, solange ich dabei nur nicht getötet oder gelähmt wurde. Das wäre wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Ich wollte einfach nur nach Hause. Wenn der Herr in dieser Sache etwas tun konnte, sollte er machen, dass ich nach Hause gehen konnte. Ich wollte auch für den Rest meines Lebens tun, was auch immer man mir sagte.
Vielleicht hatten sie ja gar keine Knarre. Vielleicht hatten sie ein Messer. Vielleicht konnte ich mit ein paar hässlichen Namen davonkommen und mit einer Geschichte. Die Tür ging auf und mein Kopf wurde leer. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich war da und irgendwie doch nicht da. Ich fühlte mich, als wäre ich gar nicht mehr Teil des Geschehens. Ich war da in dieser Kabine, klar, aber irgendwie auch nicht, als würde mir auf diese Art nichts Ernsthaftes passieren können. Ich stand jenseits von allem. Für einen Sekundenbruchteil fragte ich mich, ob ich womöglich zusammenbrechen oder vor Angst sterben würde. Ich wusste, dass sie da draußen waren. Ich konnte sie hören. Die erste Kabinentür schwang mit einem Knarren auf und dann die zweite. Ich versuchte, meine Augen zu schließen und stellte fest, dass ich es nicht konnte. Meine Augenlider wollten nicht mitspielen. Dritte Kabine. Ich war überzeugt, dass ich atmen hören konnte. Ich fragte mich, was sie wohl dachten. Waren sie aufgeregt? Konnten sie mich ebenfalls atmen hören? Oh Gott, dachte ich. Lass es bitte niemanden sein, den ich kenne. Vierte Kabine. Die Lautsprecher knackten los. Der Einschluss ist nun aufgehoben. Schüler und Personal, danke für eure Mitarbeit. Ich hörte sie innehalten und dann den Waschraum verlassen, als die Tür leise hinter ihnen zufiel. Noch weitere 5 Minuten lang konnte ich die Kabine nicht verlassen. Unser Lehrer in der ersten Stunde war sehr verängstigt. Ich kümmerte mich nicht darum und erzählte ihm, was geschehen war. Er rief die stellvertretende Direktorin herbei. Ich berichtete ihr ebenfalls alles und sie wirkte zweifelnd. Ich hörte nie wieder etwas darüber. Es gab keinerlei Beweise dafür, dass jemand während des Einschlusses diesen Waschraum betreten hatte. Aber jemand war mit mir da drin gewesen und hätte mich um ein Haar gefunden. Und deswegen bin ich mir sicher, es war keine Übung gewesen. Ich war neu in der 3. Klasse der Middle School. Ich war gerade frisch dazugekommen, weil meine alte Schule Missstände hatte, die ich hier nicht erwähnen kann. Ich hatte eine großartige Zeit und fand eine Menge neuer Freunde. Aber ich erinnere mich an dieses eine Mal, an ein Gerücht über die Toiletten in der Nähe des Fahrradschuppens der Schule, das sich wie ein Lauffeuer verbreitete. Es war eine Geschichte über ein junges Mädchen, das sich in den Toiletten selbst das Leben genommen haben sollte. Darum mussten sie geschlossen werden. Ich beschloss, am nächsten Tag mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen, nur um zu sehen, was geschehen würde. Am nächsten Tag stand ich auf und zog meine Schuluniform an, aber ich fühlte mich unbehaglich wegen dieser ganzen Sache. Werd endlich erwachsen, Tai, sagte ich zu mir selbst. Ich schnappte mir mein Fahrrad und sagte meinem Vater auf Wiedersehen. Als ich an der Schule ankam, sah ich den Fahrradschuppen. Ich lief hinüber, aber irgendetwas schubste mich. Ich geriet in Stolpern und kippte vornüber auf mein Fahrrad. Es tat wirklich weh. Ich sah mich um, aber ich wusste bereits, dass außer mir niemand da war, denn ich war besonders früh zur Schule gekommen. Ich hatte keinen Schimmer, wie das passieren konnte. Ich rappelte mich wieder auf und ging rüber zum Fahrradschuppen. Das Gefühl, gestoßen zu werden, kehrte nicht noch einmal zurück. Das machte mich aber nur noch argwöhnischer. Ich brachte mein Fahrrad hinein und schloss es an, aber ich spürte eine beunruhigende Präsenz genau neben mir, genau dort, wo sich die Toiletten befanden. Ich beschloss, etwas wirklich Dämliches zu tun und sah dort durch das Schlüsselloch. Ich erwartete nicht, irgendetwas sehen zu können, aber ich sah etwas, das ich niemals vergessen werde. Dort drinnen war ein jüngeres Mädchen mit kreidebleichem Gesicht,
und sie starrte zurück in meine Richtung, als hätte sie darauf gewartet, dass jemand hereinsah. Ich rannte so weit ich konnte von dort weg und ließ mein Fahrrad zurück. Bis 7.45 Uhr verkroch ich mich irgendwo, bis meine Freunde und Lehrer endlich eintrafen. Miss Lowaker fand mich. Sie war eine der Lehrerinnen. Nachdem sie mich weinend gefunden hatte, fragte sie mich, was los war, aber nachdem ich ihr alles erzählt hatte, wurde ihr Gesicht ganz bleich. Aber sonst hast du nichts weiter gesehen, oder? Miss Lowakers süße, sanfte Stimme nahm einen Klang puren Grauens an. Ich antwortete, nur das Mädchen. Sie sah mich an und ging dann ins Klassenzimmer. Als alle drin waren, wurde eine Durchsage gemacht. Vom heutigen Tag an ist es niemandem mehr gestattet, sich dem Fahrradschuppen zu nähern. Wenn jemand ein Fahrrad dort stehen hat, soll er es jetzt entfernen. Nach dem heutigen Tag habt ihr nicht mehr die Möglichkeit dazu. Vielen Dank. Wer auch immer diese Durchsage gemacht hatte, schien es extrem ernst zu meinen. Ich rannte daraufhin zum Fahrradschuppen, natürlich zusammen mit noch ein paar anderen Kids. Wir schnappten uns unsere Fahrräder und Roller, aber ein Kind tat das nicht. Ich glaube, sein Name war Keegan. Er wollte sich sein Fahrrad nehmen, sagte dann aber, ich fühle mich nicht sehr gut. Eine der Sechsklässlerinnen rannte zu ihm rüber, um nach ihm zu sehen. Aber in dem Augenblick, als sie ihn ansah, taumelte sie zurück und schrie. Ich sah es ebenfalls. Das Weiße in seinen Augen war komplett rot, als wären seine Venen geplatzt. Wir alle, ich eingeschlossen, rannten los und zogen unsere Fahrräder mit uns. Die Schulkrankenschwester kam und nahm den jungen Keegan mit sich. Ich schaffte es irgendwie, diese Schule zu überleben und bin jetzt in der Highschool. Aber lasst mich euch etwas sagen. Lasst nicht zu, dass eure Neugier die Kontrolle über euch gewinnt. Sonst könntet ihr es irgendwann möglicherweise bereuen. Diese Geschichte ereignete sich vor beinahe 25 Jahren. Ich war damals 11 Jahre alt. Ich besuchte damals ein Internat im Südwesten Englands. In diesem Alter fing ich gerade an, mich für paranormale Dinge zu interessieren und war mir sicher, dass es an meiner Schule spukte. Bisher allerdings hatte ich nichts dergleichen selbst erlebt. Es passierte eines Nachts während des Sommerhalbjahres. Ich stand auf, um zur Toilette zu gehen. Es war etwa 3 Uhr morgens. Es war eine sehr klare Nacht und der Mond schien hell. Darum fiel es mir nicht schwer, ohne Taschenlampe meinen Weg durch den langen Korridor zu finden. Auf dem Weg zurück zu meinem Zimmer stellte ich fest, wie kalt es war. Aber ich wollte nicht eilig rennen, weil ich niemanden aufwecken wollte. Mein Zimmer befand sich auf halber Länge des Korridors und eine Putzkammer lag genau daneben. Ein größerer Schlafsaal befand sich am anderen Ende. Neben diesem Schlafsaal stand ein Bücherregal und einige große Fenster entlang der einen Seite des Korridors ließen hell schimmerndes Mondlicht herein. Ich bog um die Ecke am Ende des Korridors und hielt am obersten Ende der Treppe an, die zu meinem Schlafsaal führte. Im Mondlicht konnte ich klar und deutlich einen Jungen sehen, der neben dem Bücherregal stand. Er trug einen Schlafanzug, Pantoffeln und einen Morgenmantel. Und obwohl er ganz eindeutig zu mir zurücksah, konnte ich sein Gesicht nicht erkennen. Ein eisiger Angstschauer lief mir über den Rücken und mein Gesicht wurde kalt. »Wer bist du?« stammelte ich. Ohne ein einziges Wort löste er sich in Luft auf. Er ging nicht davon, er verschwand einfach. Ich starrte diese Stelle einen Moment lang an, während ich mir zu erklären versuchte, was ich da gerade erlebt hatte. Schließlich brach ich meine Erstarrung und schlich ängstlich ins Bett zurück, konnte aber den Rest der Nacht nicht mehr einschlafen.
Ein paar Jahre später, nachdem ich schon einige Zeit nicht mehr daran gedacht hatte, kehrte meine Erinnerung daran zurück, als ich hörte, dass kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein Junge ins Krankenhaus eingeliefert worden war und kurz darauf starb. War er das in dieser Nacht gewesen? Ich kann mir dessen nicht sicher sein, aber seitdem suche ich noch intensiver im Paranormalen nach einer Antwort. Ich lebe in Utah und wie die Leute hier wissen, kann das Wetter in Utah manchmal sehr zwiegespalten sein. Im Frühling zum Beispiel ist es am Morgen vielleicht noch klirrend kalt, aber am Abend fühlt es sich so an, als befände man sich direkt in der Wüste. In meiner folgenden Geschichte war ich in der 6. Klasse. Ich war einer der Vertrauensschüler und wir hatten ein Meeting, in dem wir besprachen, was wir in unserer Teamgeistwoche veranstalten wollten. Als das Meeting seinem Ende zuging, bemerkten wir, dass ein Schneesturm eingesetzt hatte und es gab draußen kein Durchkommen. Wegen des Sturms mussten wir in der Schule bleiben und darauf warten, dass uns irgendjemand abholte. Wie wir es oft taten, fanden wir uns mit unseren Freunden zusammen. Meine war Nalia. Nalia und ich liefen durch die Schule und sagten Hi zu unseren Lehrern. Es war unser letztes Jahr an der Schule und wir wollten alle unsere Lehrer noch einmal sehen, bevor wir abgingen. Wir gingen zuerst zum Klassenzimmer unserer Vorschullehrerin, um ihr einen Besuch abzustatten, denn wir waren von Anfang an fast immer in derselben Klasse gewesen. Aber als wir dort ankamen, war unsere Lehrerin nicht da. Ich sagte zu Nalia, ich glaube, wir haben sie knapp verpasst. Wir wollten gerade das Klassenzimmer wieder verlassen, als wir plötzlich etwas hörten. Wir drehten uns um und blickten uns um. Vielleicht versucht sie uns einen Streich zu spielen, meinte Nalia. Wir machten uns erneut daran zu gehen, aber die Tür fiel zu. Ich fing an zu denken, dass das ein ungewöhnlicher Streich für unsere Lehrerin war. Nalia ging zur Tür und wollte versuchen, sie zu öffnen, aber sie konnte die Klinke nicht herunterdrücken. Selbst wenn abgeschlossen gewesen wäre, hätte sie nachgeben müssen, aber das Ding war starr wie ein Felsen. Davon abgesehen, ließ sich die Tür von der Innenseite immer öffnen. Sie sah mich an und sagte, dass sie nicht aufgehen wollte. Ich schaute zurück zu ihr und meinte, netter Versuch. Aber als ich selbst versuchte, die Tür zu öffnen, stellte ich fest, dass sie recht hatte. Sie wollte sich kein Stück bewegen. Ich fragte mich, was um alles in der Welt los war. Ich versuchte es energischer, rüttelte an der ganzen Tür. Ich drehte mich zu Nalia um und sagte, vielleicht ist das Wetter daran schuld. Wir hängen hier vielleicht fest, bis der Sturm nachlässt. Sofort nachdem ich das gesagt hatte, und das ist kein Witz, fiel der Strom aus. Wir schauten aus dem Fenster, um zu sehen, ob dort vielleicht jemand war. Was ich sah, jagte mir noch mehr Angst ein. Dort war nicht nur niemand, der uns helfen konnte, sondern alle anderen Klassenräume hatten ganz normal funktionierenden Strom. Der Strom war nur in diesem Klassenzimmer ausgefallen. Wie ist das möglich? Fragte Nalia. Wir müssen schnell einen Weg hinausfinden. Ich sah sie an und plötzlich wurde alles schwarz. Ich erwachte etwa eine halbe Stunde später. Ich lag auf dem Boden des Klassenzimmers und entdeckte Nalia, zusammengekauert in einer Ecke, weinend und zitternd. Schwindelig stand ich auf und fragte sie, was los war. Aber alles, was sie unter Tränen hervorbrachte, war: Wie kann jemand seinem Kind nur so etwas antun? Wovon redest du, Nalia? Sie antwortete: Sie haben mich rausgeworfen. Sie haben mich draußen in der Kälte gelassen. In einer Nacht wie dieser haben sie mich raus in die Kälte geworfen. Sie haben gesagt, ich sei der schlimmste Fehler, den sie je gemacht haben.
Ich war so verwirrt. Ich fragte sie, was sie damit meinte. Ganz langsam hob sie den Kopf und ich erkannte, dass das Mädchen, mit dem ich sprach, nicht Nalia war. Es war ein Mädchen in unserem Alter, aber irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Ihre Haut war nicht in Ordnung. Ihre Haut war von einem fahlen Blau. Ihre Kleidung sah aus, als hätte sie damit geduscht. Die Falten um ihre Augen herum waren verkrustet von Eis. Als ich mich von dem gruseligen Mädchen zurückzog, wurde wieder alles schwarz. Als ich dieses Mal aufwachte, sah ich die echte Nalia, die mich schüttelte und weinte. »Wach auf, bitte, wach auf!« »Oh, was ist passiert?« fragte ich. Sie umarmte mich, bat mich, ihr so etwas nie wieder anzutun. Sie erzählte mir, als ich ohnmächtig geworden war, fing sie an auszuflippen, dass sie etwas am Fenster gesehen hatte. Es war Eis gewesen, das sich im Glas bildete. Und dann hatte sie gehört, wie jemand sagte, ich brauche sie. Während wir noch da lagen, ging das Licht wieder an und die Tür flog auf. Gemeinsam rannten wir hinaus, so schnell wir konnten. Wir sahen nicht zurück. Wir sind immer noch an dieser Schule und ich hoffe, wir müssen so etwas nie wieder erleben. Das hier passierte vor ein paar Monaten, in meinem zweiten Jahr in der Junior High School. An der hinteren Wand unseres Klassenraumes hing ein Vorschlagskasten. Er war dort von unserer Lehrerin aufgehängt worden, Mrs. Solomon. Wenn ein Schüler Ideen für Verbesserungen hatte, konnte er seinen Vorschlag auf einen Zettel schreiben und in diesen Kasten werfen. Mrs. Solomon las dann die Zettel und bewertete unsere Anregungen. Eines Morgens, als wir in die Klasse kamen, hatte jemand das Wort Vorschlag auf dem Schild durchgestrichen und stattdessen Todes darauf geschrieben. Der Todeskasten erregte einige Unruhe in der Klasse. Einige Schüler fanden es witzig, andere waren dadurch etwas verstört. Es gab Gerüchte, dass zwei Jungs namens Derek und Jamal diesen Streich gespielt hatten. Sie stifteten andauernd Unruhe und störten die ganze Klasse. Als unsere Lehrerin sie darauf ansprach, stritten beide es ab. Als ich sie später fragte, ob sie es wirklich nicht getan hatten, beteuerten sie nach wie vor, dass sie nichts damit zu tun hatten. Letzten Endes konnte unsere Lehrerin nicht herausfinden, wer dieser Schmierfink gewesen war, und die Angelegenheit wurde fallen gelassen. Ein paar Tage später wurde Derek nach dem Unterricht erhängt im Klassenraum gefunden. Er war tot. Es lag ein Zettel im Todeskasten, auf dem stand: Entschuldigung, dass ich alle in der Klasse genervt habe. Ein paar Tage nach Dereks Beerdigung wurde auch Jamal erhängt im Klassenraum gefunden. Im Todeskasten lag ein weiterer Zettel, auf dem stand: Entschuldigung, dass ich alle in der Klasse genervt habe. Wir waren alle schockiert. Keiner von uns konnte verstehen, warum plötzlich zwei unserer Mitschüler Selbstmord begehen sollten. Es war wahnsinnig verstörend. Nach all dem wirkte auch unser Klassenraum sehr verstörend. Wir konnten nur noch daran denken, was sich dort zugetragen hatte. Bald darauf wechselte ich auf eine andere Schule. Ich musste mich an einen neuen Klassenraum gewöhnen und einen neuen Freundeskreis finden. Eines Tages, als ich von der Schule nach Hause kam und den Fernseher einschaltete, sah ich einen Sonderbericht. Er handelte von meiner früheren Schule. Ich sah die Schlagzeile am unteren Bildschirmrand durchlaufen: Lehrerin begeht Selbstmord. Der Nachrichtensprecher sagte, die Lehrerin, die Selbstmord begangen hatte, sei die Klassenlehrerin der beiden Jungen gewesen, die getötet worden waren. Sie hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem stand: Ich wollte schon immer wissen, was das für ein Gefühl ist, zu töten. Tut mir leid wegen der ganzen Aufregung.
Ich konnte nur ungläubig auf den Fernseher starren. Dem Nachrichtensprecher zufolge hatten Derek und Jamal gar nicht Selbstmord begangen. Sie waren ermordet worden. Von unserer Lehrerin, Mrs. Solomon. Und im Anschluss daran hatte sie Selbstmord begangen. Es war einfach viel zu viel und nur sehr schwer zu glauben. Natürlich, manchmal hatte Mrs. Solomon Schüler wegen schlechten Benehmens bestraft, aber sie war eigentlich immer eine nette und umgängliche Person gewesen. Warum hätte sie so etwas tun sollen? Ich fühlte einen kalten Schauer über meinen Rücken laufen. Ich hatte mich genauso oft falsch benommen wie Derek und Jamal. Wenn ich nicht auf eine andere Schule gewechselt wäre, hätte ich vielleicht der Nächste sein können. Genau in diesem Moment hörte ich die Haustür aufgehen. Meine Mutter kam von der Arbeit nach Hause. Sie kam in mein Zimmer und hatte einen Briefumschlag in der Hand. »Da ist ein Brief für dich«, sagte sie zu mir. »Warum bist du denn so blass? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen.« Ich antwortete ihr nicht. Stattdessen nahm ich ihr den Brief ab und begutachtete ihn. Der Umschlag war unbeschriftet. Es stand keine Adresse drauf. Ich öffnete ihn und fand einen Zettel darin. In großen roten Buchstaben stand darauf geschrieben: »Glaub ja nicht, dass du entkommen könntest. 15 Tage sind seitdem vergangen, aber ich habe immer noch viel zu viel Angst, um auch nur einen Fuß vor die Haustür zu setzen.« Das waren für euch die gruseligen wahren Schulgeschichten. Ich habe bereits reichlich Ideen für weitere Themenfolgen und Creepypastas, aber lasst mich ruhig wissen, was euch interessiert und was ihr hören wollt. Außerdem interessiere ich mich auch weiterhin für eure eigenen gruseligen Geschichten und Erlebnisse. Wenn ihr sie in einer künftigen Folge dabei haben wollt, schickt sie mir einfach ins Postfach. Es fehlt nicht mehr viel. Und wir dürfen uns auf eine neue Folge gruselige Zuschauergeschichten freuen. Und nun, umgehend zurück an die Arbeit, damit es auf diesem Kanal nicht wieder so lange still bleibt. Bis bald, liebe Gruselfreunde.